Hallöchen und willkommen zur letzten Folge des Landwirtschaftssimulators 2013 für diesen Sonntag. Und auch der letzten Doppelfolge vorerst, ich sag mal erstmal vorerst, für den LS 2013. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die aktuell im Singleplayer Doppelfolgen raushauen. Und wie gesagt, ich hätte gern die Zeit auch für andere Projekte und bei mir steht auch demnächst noch eine Prüfung an. Dann möchte ich mich noch ein bisschen darauf vorbereiten. So eine dumme IHK-Prüfung sollte man schließlich ein bisschen für geübt haben vorher noch. Also, ich hoffe, es ist nicht so schlimm für euch. Aber ich glaube, 3 Spiele am Tag und das täglich mit jeweils einer Folge ist doch auch schon genug. Und dann freut euch lieber auf neue Projekte, für die ich dann mehr Zeit habe. Und dann kommen halt pro Spiel eine Folge, das reicht eigentlich auch. Wir bleiben bei 20 Minuten pro Episode. Das ist eine schöne runde Zahl. Sag ich jetzt mal. Und dann schauen wir mal. Wie kriegen wir immer irgendwie mehr Zeitbonus? Oder ich ignoriere einfach mehr Zeug, was stehen bleiben darf. Aber egal. So, das ist dann auch die letzte Folge für diese Aufnahme. Dann habe ich erstmal genug Folgen bis Sonntag. Die beiden stehen sogar. Cool, die stehen hintereinander. Ja, wir waren ja hier gerade beim Rapsernten. Und bereiten dann auch direkt nach der Ernte das Feld dann vor. Für die neue Ernte, ich gehe dann mal, wie gesagt, Gerste oder Weizen, eins von beiden. Werde ich draufhauen. Und dann schauen wir mal. Bitte einmal leer machen. Es wird immer dunkler. Macht mal Licht an. Hilfe, Hilfe. Ich finde die Hupe so süß. Klingt wie ein Auto. Also beim Träger stellt man sich was Wuchtigeres vor. Also ich mir zumindest. So, komm schon. Und dann müsste das, glaube ich, noch von 1, jetzt müssten die theoretisch noch 2, knapp 2-mal, also jeder noch einmal zurückkommen. Müsste, glaube ich, hinhauen. Ich glaube, die treffen sich wieder in einer Spur, denn genau in der Mitte. Weil der zögert jetzt ein bisschen, ja, der fährt jetzt hier die Spur jetzt hier ab. Was macht der da? Dreht den um und fährt dann auf der Spur weiter. In der Zwischenzeit hat der hier auch das ganz rechts abgemäht, ist auch auf der Spur. Jo, ich sag mal, die treffen sich Höhe des hier von hier aus gesehen vorderen Baumes. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir werden sehen. Okay, in der Perspektive waren wir hier schon lange nicht mehr. Wie gesagt, wenn diese ganzen Sachen auch noch animiert wären, wäre noch viel cooler. Zerschlissen und gebrauchte Optik haben sie ja eh alle. Nur wenn schon die Spiegelung drin ist, dann hätte man die Dinger sich auch bewegen lassen können. Finde ich zumindest. Ist meine Meinung. Das darf sie auch bleiben. Sein. So. Du fährst. Sie könnten sich treffen. Wir werden es sehen. Ich will den einen rein. Weil der fährt so cool schief. Sage ich schon mal Helfer aus.
Lage wieder Helfer an. Das war doch gekonnt, oder? Der wird eh stehen. Und der steht sowieso. Jo, das ist doch mal, schauen wir gleich mal. 23.000, was er quetscht, ist aber 23.300 waren es gewesen. Macht 11.750, Pi mal Daumen. Habe ich das richtig im Kopf? 11.650 pro. Also die war beim letzten Mal mit einem Durchgang abgeerntet haben. Wieso möchte ich das wissen? Ja, dann können wir gleich mal gucken, wie viel wir in diesem Durchgang abgeerntet haben. Und jetzt machen wir das Feld noch sauber. Dann können wir gleich mal gucken, wenn wir das Feld komplett leer gemacht haben, wie viele Tonnen wir diesmal eingelagert haben. Und dann sehen wir, was wir mehr produziert haben. Ist das weg? Ja, ist weg. Im Vergleich zum letzten Durchgang. Ist ja eine passende, ein passender Vergleich, sage ich jetzt mal. Los. Und neuer Mähdrescher wäre so cool. Der aber schneller fährt. Weil ich glaube, die von Deutz fahren auch bis 25. Wenn ich es denn. Ich glaube, ne? Die fahren auch bis 25. Da ist keiner schneller. Jupp, gekommen dran vorbei. So. Ach Gott, ich war hier ausgestiegen, bevor er fertig war. Allen anderen Scheiß machen sie auch automatisch zu Ende. So, das waren die 6 Gramm von ihm. Oder 6 Kilo waren es ja. Zack, damit ist das Feld offiziell leer geerntet. Na, mal schauen. Wie wir sind wir jetzt? 11.650 Pi mal Daumen. Also grob angepeilt waren es. Jetzt sind vorbei. Ja, der Feldweg hat uns knappe 2.400 dazugegeben. Habe ich mich jetzt verrechnet? Nö, ne? Ja, ich habe 2.400 mehr als vorher. Ist schon ein bisschen was. Parken wir ihn wieder. Denn jetzt geht's ans
aussäen für die nächste Ernte. Und wir machen diesmal Weizen. Ich wollte ja Weizen haben. Und genau, den haben wir auch mal den direkten Vergleich, weil ich bin mir sicher, dass Weizen mehr abwirft. Also an Ertrag. Ich glaube, es waren die 23.000, die wir jetzt an Raps hatten, war zweimal beide Felder. Und die 23.000 an Weizen war einmal beide Felder. Jo, dann ruf hier auf, wo Camping. Wir können jeden Cent gebrauchen. Fast wäre passiert. Befreien wir den Campingplatz. Das sind aber auch immer dieselben ungepflegten Stellen hier. Also der Platz war, sollte langsam mal gekündigt werden. Finde ich. Oder sind wir gar der Platz war? Egal. Bestimmt nicht. Es ist bestimmt wer anders. Der Beauftragte ist nur dafür. So. Ja, wie gesagt, spannen wir erstmal den Großen wieder vor die Seemaschine. Waren wir eh gerade dabei. Tun dann eine Runde. Weizenpflanzen. Weizen, eindeutig Weizen, das heißt bei 0. Mit dem kleinen tun wir schnell düngen. Damit wir es auch schon erledigt haben, weil ich kenne mich zur nächsten Aufnahme, die ich am Sonntag machen werde. Also von heute an in ein paar Tagen habe ich das 100% wieder vergessen. Und irgendwer beißt dann wieder an seine Tischkante. Dementsprechend machen wir das jetzt gleich noch und dann holen wir uns auf jeden Fall den Ladewagen. Das ist doch, müsste doch eigentlich alles so viel mal darum hinhauen, ne? Wir haben jetzt 13 Minuten rum. 15, 4 Minuten. In 4 Minuten schafft man das zumindest, den Ladewagen zu kaufen. Wir bringen ihn vielleicht nicht zum Hof, weil den holen wir ja standesgemäß dann wieder ab. Ihn nicht. Ich glaube, ich habe in der letzten Aufnahme Sachen einfach so geportet. Ne? Das Gewicht zum Beispiel hätte ich auch abholen können. Aber egal. Das sollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich, dass das Porten, also das Zurücksetzen der Sachen nur nutzen, wenn ich mich irgendwo festfranse und nicht mehr rauskomme. Eigentlich. Los, machen wir rum, rum. Hoppala. Fast wäre es passiert. Ja.
mal Weizen drin. So, scheiß Düngeding hinter. Ich glaube, die müssen wir nochmal aufladen. Ne? Wir waren bei irgendwas um die 64. 35, Pi mal Daumen. 30. Müsste also eigentlich klappen. Der Stroh? Warum liegt der Stroh? Hä? Wir hatten doch gerade Raps geerntet, oder? Ich bin mir zu 100%ig sicher, dass wir Raps geerntet haben. Also zu... Echt, ich bin mir zu 100% sicher, dass wir Raps geerntet haben. Warum liegt denn da jetzt Stroh kurz hier auf einmal? Egal. Dann liegt das halt da. Wir holen uns ja eh gleich einen Ladewagen. Dann sind wir das Problem eh wieder los. So. Ist schon verwirrend. Ja, der eine grüne Streifen da drin und der eine gelbe Streifen. Komisch, komisch, komisch hier. Na, haut das noch hin? Was ich mir so gedacht habe hier. Jo, passt. Das passt schon. Das Schlimme ist nur, dass wir auf diesen Feldern echt um diesen kleinen arbeiten können, weil die große Selbstverspritze, die kann man eigentlich vergessen. Genau, exakt 5% übrig, 30% braucht man für das eine Mal ernten. So, wir schmeißen einfach ganz dreist hier das Ding ab. Und fahren mal ganz schnell zum Händler. Dass wir das noch hinkriegen. Mit dem jüngsten Ladewagen. So, vor zu hüpfen. Ja, der Super-Sonder-Ausverkauf ist auch schon vorbei. Der ging ja, glaube ich, nur bis vor ein, zwei Tagen. So, dann schauen wir mal. Nein, Tiere wollen wir nicht. Nein, nein, Traktor, halt, zurück. Nein, nein, nein. Brauche ich nicht. Nein, 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 nein. Geile Bahn. Wie viel passt da rein? 44, 43, 44, 43, 44. 115 für 47, dafür kostet ja aber auch mehr als das doppelte Müll, dem Bergmann. Für Heu, Stroh, Gras, Silage, bla. Kaufen, zurück. Und wir akzeptieren diese Aufgabe, aber das war es auch schon für diese Aufnahme. Wir sehen uns dann
nächste Aufnahme wieder in alter Frische. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und bis dann. Tschö.